Hallöchen, willkommen. Buenos dias. So keep the lamp burning. Wobei, buenos tales wäre sehr. Für eine Lampe. Benzinkanister für eine Lampe. Getrocknetes Leder. Leder für die Reparatur 100%, 10. 100 Gramm. Streichholz. That'll come in handy. Metallschrott. Vermische Metalle, Metallteile von hier und da. Mhm. Nicht, dass es notwendig war, aber so habe ich mich gleich ein bisschen aufgewärmt. Bevor ich weiterziehe. Stoffe für die Reparatur. Ich gehe wieder raus, wo ich reingekommen bin. Ich muss noch 8000 Kilokalorien finden. Vom Leben her geht es uns ganz gut. Naja. In der einen Bude war nicht viel drin. So, Metallschrott. Is it food or? Schmackloser Müsli-Riegel. Wasserreinigungstabletten. Eine Packung Wasserreinigungstabletten kann helfen, Durchfall zu vermeiden. 4 Tabletten. Stacy's Traubenlimo. Süße Limonade voll mit fruktosehaltigem Mais-Sirup. 100%. Dich nehme ich auf die Reise mit. Wonder if this is any good to eat. Jupp, sind Spitze. Ah, leckeres Klowasser. This will come in handy. Eine Mütze. Metallschrottsplitter hat nimmt ab von der Dings. Qualität, okay. Den Tisch könnte ich zerlegen, da sind Lederschuhe. I think I can use this. Kann sie aber zerlegen. What have we here? The limo. Bücher brennen. Vorhang. Auseinandernehmen kostet 8 Minuten, 26 Kalorien, Ausbeute, zweimal Stoff, Werkzeug, Metallsplitter. Stoffe kann ich zum Reparieren gebrauchen. Ich hasse solche Kanten. Nämlich in Doubles und Counter-Strike. Du willst ganz normal die Treppe runtergehen. Nee, nee, du gehst am Rand lang. Kofferraum ist verschlossen. Fünfzehn Kilo.
Ansonsten nichts. Bleischrott. Was auch immer ich mit Bleischrott anfangen kann. Ein Haufen nichts. Ein Haufen noch für weniger. Und ein Haufen ganz viel weniger. Milton Post Office, Büro der Postede Milton. Postamt. Timberwolfsruten verfügen über Moral. Weiter konnte ich nicht lesen. Arzneipflanzen ist von großer Wert. Ein Hinweis mit Informationen zur Behandlung von Krankheiten mit Pflanzen. J für Information. Nebenstory, die Grundlagen des Überlebens. Finde und Ende bereite einzige Heilpflanze von großer Bär zu. Aha. Luck-Pauling-Tee, Bartflechtenverband, Hagebutten-Tee. This stuff will come in handy. Wie wir hier alles klauen. Hey. Margaret, wir dürfen keine Post mehr in Milton annehmen. Wir haben keine Möglichkeit, sie aufs Festland zu bringen. Das dürfen die Kunden aber nicht wissen. Sonst erfahren sie, dass wir sie schon die ganze Zeit hier aufbewahren. Denk dir eine Ausrede aus. Fordere die Leute bei jeder Gelegenheit auf, E-Mails oder Drohungen zu verwenden. Falls sie es sich leisten können. Ich halte die Augen nach dem Postwagen offen, aber mach dir nicht zu viele Hoffnung. Wahrscheinlich hat Jack ihn wieder mitten im Nirgendwo vor einem Baum gesetzt. Da werden wir ihn wohl nie finden. Ich hätte ihn daran hindern sollen, den Wagen zu nehmen, während er betrunken war. Ich schaue, wie ich die Situation wieder gerade biegen kann. Halte durch. Thank goodness. Don't drink and drive. Rennfahrerhandschuhe. Informationsblatt mit Informationen zu Großer Bär, präsentiert vom Heimatverein Großer Bär. Informationsblatt mit Informationen zu Großer Bär. Drei, zwei, eins, mir egal, das lese ich euch nicht vor. Küstenhauberholz oder. Okay, es gab Probleme und die meisten, nur die alten oder die hartnäckigen, sind geblieben. War früher ein Rohstoff. Hier wurde früher viel Holz und Erz abgebaut. Ich bringe mal den Essenkram wieder zurück. Ich glaube nicht, dass ich 6 Liter Wasser oder so in der Tasche haben muss. Ein Jagdmesser ist wichtig, ich habe es nicht gelesen. Ich habe noch frischen Darm in der Tasche. Brauche ich gerade nicht.
Ich brauche ich gerade auch nicht. Nope. Nope. Das ist ja trotzdem. Hier. Den Rest nehme ich mit. Temperaturtechnisch geht es uns wieder gut. Zerlegt, recycelte Dose. Ach, du kannst dich in einem Fahrzeug mit oder ohne Schlafsack ausruhen. Ich mal hier lang. Kofferraum ist abgeschlossen. Front ist verbeult. Hier ist nichts drin, außer matschige Texturen. So, merkwürdige Texturen. Lass mich raten, ein Haufen nichts. Ja, habe ich gut erkannt. Ich bin gut. Er klingt relativ nah, ehrlich gesagt. Schlafsack habe ich nicht. Laternen sind nützlich. Could end up being useful. Kräutertee. Kann man nachts besser schlafen. Stoff kann ich gut gebrauchen. Hier ist wohl wirklich keiner mehr, hm? Hope I can still eat this. Das war für Omi. Lampenöl. Die ist ganz schön hin. Die wird als nächstes gefuttert. Is it food or? Jupp, nein. Sehr viel nichts. I could use this. Kann die zerreißen für Stoffe, falls notwendig. Dasselbe. Nichts. I think I can use this. Besser als barfuß herumzulaufen, aber auch nicht viel besser.
Allzu viele Stoffe brauche ich auch nicht. Schätze mal, hier habe ich alles durch. Okay, die Tür ist verbarrikadiert. Hier die Richtung. Kaninchen sind schnell. Ich kann zwar schnell lesen, aber gleichzeitig vorlesen kann ich es nicht. Einfaches Werkzeug, mit dem man grundlegende Dinge herstellen und reparieren kann. Ein Verstauungsrisiko, weil wir überladen sind, ein bisschen. Zeitung ist mir egal. Verwende Antibiotika oder Lackporling-Tee, um dich von Lebensmittelvergiftung zu erholen. Solange das nicht spezielle Antibiotika sind, sollte das relativ wertlos sein. Testen. Lageraktion. Ausruhen. Naja, gut zu wissen. Behandelt Parasiten mit Antibiotika. Stoffe und Brandbeschleuniger. Brandbeschleuniger, kompakter Brennstoff, mit dem man Feuer machen kann, zum Beispiel Flüssiggas, 100%, 0,10 Kilogramm oder 100 Gramm. Kalorien geben würden, würde ich sie sogar glatt gleich saufen. Aber ich will diesen komischen Kondensmilch wegsaufen. This pack is getting kinda heavy. Getting kinda heavy. Du hast dich doch eben schon beschwert, dass auf den Fotos leer. Alles? Nee. Mehr Bücher brauche ich nicht. Bankschließfachschlüssel. 7. Öffne Bankschließfach Nummer 7.
Ich nehme also jetzt 0,54 Liter Wasser raus, obwohl nur 0,53 Liter Wasser drin ist. What have we here? Müll zum Zerlegen haben wir hier. Haben die keine Erste-Hilfe-Kästen oder so hier? Ist ja lustig. Verstauchungsrisiko. Ruhe dich aus, ja. Numero 7. Wölfe kann man oft hören, noch bevor man sie sieht. Hä? Völlig zusammengebrochen. Tja. Das haben Erdbeeren so an sich. Wenn die Kaninchen begegnen, kann ich Schlingfallen machen. Beef Jerky. Nichts. Noch viel weniger als nichts. Tränenreicher Brief. Ein handgeschriebener Brief. Die verschmierte Tinte lässt darauf schließen, dass der Verfasser beim Schreiben weint. Ich will das nicht tun, aber ich habe keine Wahl. Ich kann nicht mehr in Milton leben. Es ist einfach zu leer und traurig. Ich weiß, dass ich dir versprochen habe, mit dir durch und dick und dünn zu gehen, aber dazu bin ich einfach nicht bereit. Es tut mir leid. Ich sende dir Essen, sobald ich auf dem Festland bin. Dort soll es mehr geben. In Liebe, N. Hm. Das will kommen in handy. Mhm. Dose ist auch schon wieder fertig. Die ist fast schon auch schon kritisch fertig, ehrlich gesagt. Ah, das gute Klowasser. That'll come in handy. Brauchbare Thermounterwäsche, elastische Baumwollunterwäsche, die unter der normalen Hosen getragen wird. Perfekt. Ein Haufen nichts. I think I can use this. Ein Notsignal, das aus einer Leuchtpistole abgefeuert wird. Weißt du was? Ich nutze jetzt mal die Tageszeit. Und repariere ein bisschen Kram. Wenn es dunkel ist, kann ich mich immer noch hinlegen. Mackenzie's Wollmütze. Thank you.
95% sind auch keine 100%. Einfache Mathematik. Reparieren. Mackenzies Hemd. Abgenutztes T-Shirt. Sechs Liter Wasser. Joach. Hatte ich nicht noch so eine Dose, die fertig war? Hier. Okay, keine Magenvergiftung. Und es ist dunkel as fuck. Aber ich glaube, zerreißen müsste im Dunkeln gehen. Yep. Wie auch immer man Kleidung mit dem Stoff von der Mütze reparieren will. Einfach nicht nachfragen. Beim Zerlegen kriege ich also Leder raus. Da auch. Mhm. I think I need to lay down. Verbrannt im Dunkeln herstellen, ja. Ich wollte hier nicht trinken. Schon so runter bist. So, schlafen wir mal ein bisschen. 7 Stunden sollten ausreichen.